Video zeige ich dir, wie du eine wunderbar schmeckende Schupfnudelpfanne machst. Und was brauchen wir dazu? Natürlich brauchen wir Schupfnudeln dazu. Dann haben wir hier Sauerkraut, der ist schon fertig gekocht. Das ist Speck, bisschen Öl, also Rapsöl in diesem Fall, Frühlingszwiebeln. Hier zeige ich euch gleich noch einen Trick. Und Frischkäse, Salz, Pfeffer. Dann fangen wir direkt an, auf volle Pulle. Ich habe hier jetzt zwei Pfannen. Ihr könnt es natürlich auch nacheinander in einer machen. Nur mit zwei Pfannen ist man halt schneller fertig. So, und das Öl, ich mache ein Teil Öl hier rein in die Pfanne und ein bisschen hier rein. So. Und hier mache ich den Speck noch rein. Der soll ein bisschen ausbraten. Und in dieser Pfanne kommen die Schupfnudeln rein. Sehr schön. So, die salze ich gleich hier auch. Ein bisschen Pfeffer. Und die sollen schön goldbraun werden. So. Was ist hier jetzt der Trick mit den Frühlingszwiebeln? Die Frühlingszwiebel habe ich geschnitten und da ist ja ein grüner Teil und ein bisschen hellgrüner weißer Teil. Und den werden wir gleich mit dem Speck noch ein bisschen anbraten für das Sauerkraut. Und der grüne Teil ist oben, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Man sagt ja, das Auge isst mit, aber ich würde nicht extra nochmal jetzt ein Basilikumblatt nehmen, weil das unser Konzept hier sprengt, sondern ich gucke immer, habe ich irgendwelche Zutaten, die ich benutzen kann, damit es ein bisschen hübscher am Ende aussieht. Manchmal ist es eine schöne bunte Pfanne, da braucht man nichts machen, aber in diesem Fall sage ich, okay, nehme ich das Grüne von den Frühlingszwiebeln zur Seite und das mache ich oben drauf und das brate ich an. So. Jawohl. Das sieht schon sehr gut aus. Sehr schön. So, hier machen wir jetzt den Teil der Frühlingszwiebeln rein. Und den lassen wir hier. So, herrlich. Jetzt sind die Frühlingszwiebeln und der Speck braten ein bisschen vor sich hin. Und ich bin hier bei der Pfanne bei 7. Jetzt drehen wir mal ein bisschen. Wunderbar. Genauso müssen sie sein. Schön gold, gelb, braun. So, herrlich. So, bei den Speck mache ich jetzt den Sauerkraut dazu. So. Sehr schön. Das riecht fantastisch. Das sieht fantastisch aus. Hier drehen wir noch mal kurz. Ja. So. Herrlich. So, jetzt haben wir so ziemlich alles vorbereitet. Wir haben Speck, Frühlingszwiebeln und Sauerkraut als unsere Soße, Einlage sozusagen. Und unsere Schupfnudeln. Herrlich. Genau so sollen sie aussehen. Sind auch fertig. Unsere Deko ist sozusagen fertig und der Frischkäse kommt nur oben drauf, dass der mit zerläuft auf dem Gericht. So, das heißt, hier können wir schon abstellen, das ist fertig. Ja, die Schupfnudeln sehen auch super aus. Das können wir jetzt vereinen. Dann machen wir einfach hier rüber. Vereinfachen wir uns die Sache. So. Dann das mal alles so runter. Können hier abschalten. Herrlicher Duft,
herrliche Farben. Und das kommt jetzt hier auf den Teller. Herrlich. Oh. Das ist eine schöne Portion. Oh. Seht euch das an. Allein der Anblick ist wunderschön. Hier kommt jetzt noch, man kann natürlich Crème fraîche auch nehmen. Ich nehme jetzt Frischkäse, weil das im Leckerspan einfach perfekt passt. Und wir haben ja hier noch unseren Lauch, Frühlingslauch. Und den sprenkeln wir jetzt mal rüber über den ganzen Teller hier. Und stellt euch mal vor, ihr macht das, ihr kriegt ein paar Gäste und sagt, wisst ihr was, ich mache ein paar Schupfnudeln für uns. Und das ist einfach nur herrlich und lecker. Ich bin sicher, euch wird es schmecken. Deswegen guten Appetit und viel Spaß dabei. Lecker Spargel.